Heute geht es einmal um das Samyang 24mm f1.8 für Sony E-Mount Vollformatkameras. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, mal Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, geht es mir heute mal um das Samyang 24mm f1.8 für Sony E-Mount Vollformatobjektive. Das Objektiv ist mir von Fotovasa freundlicherweise kostenfrei hier mal zur Verfügung gestellt bekommen, aber nur leihweise das Ganze. Sprich, das Objektiv geht wieder zurück. Ich habe das Objektiv in den letzten Tagen und Wochen ausgiebig getestet, ein bisschen hier in Deutschland, aber dann größtenteils auf Island immer mal ein bisschen mit eingesetzt, um mir einfach mal hier ein Bild über das Objektiv zu machen. Und ich denke, jetzt kann ich hier auch ein ordentliches Review dazu machen. Das Objektiv ist super klein und kompakt. Wenn wir mal die Gegenlichtblende abmachen, haben wir hier ein wirklich sehr kleines, sehr kompaktes Objektiv. Dadurch, dass es komplett aus Kunststoff gefertigt ist, ist es auch sehr leicht und wiegt gefühlt gar nichts. Wenn man es aber mit anderen 24mm Objektiven vergleicht, beispielsweise hier mit dem Wiltrox 24mm f1.8, dann sind die Objektive doch sehr, sehr ähnlich. Das Samyang ist nochmal ein Ticken kleiner und dadurch, dass es aus Kunststoff ist, nicht aus Metall wie das Wiltrox, auch nochmal ein Ticken leichter. Aber um das Wiltrox soll es gar nicht gehen, deswegen stellen wir das mal hier beiseite. Das Objektiv ist trotzdem gut verarbeitet, wirkt solide, da wackelt nichts, da ruckelt nichts. Liegt solide in der Hand, es fühlt sich nicht ganz so hochwertig an wie andere Kunststoffobjektive, aber trotzdem ist es hier sehr, sehr gut verarbeitet. Wir haben ein schönes kleines Frontelement, weil für f1.8 braucht man ja trotzdem ein bisschen Größe, aber 24mm, da geht das Ganze. Hinten dran haben wir einen Ring aus Metall und natürlich elektronische Kontakte, denn das Objektiv hat Autofokus. Was wir auch haben, ist ein kleiner Gummiring, den werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, weil das schwarz auf schwarz ist. Aber glaubt mir, es ist da, es gibt eine kleine Wetterdichtung hier hinten am Mount. Also auch das sehr, sehr schön. In Sachen Bedienung haben wir neben dem Autofokus, der drin ist, noch eine Taste, die frei belegbar ist mit zwei Optionen. Sprich, ihr könnt zwei Funktionen drauflegen. Wenn ihr das Ganze möchtet, der Autofokus selber, wenn man das Objektiv an der Kamera ranmacht, funktioniert ziemlich gut, sehr zuverlässig, kann man absolut nicht meckern. Und wenn ich es jetzt hier einfach beispielsweise an die Sony A7 III dran mache, es ist eine kleine Kombi. Also damit ist wirklich viel möglich. Das ist klein, kompakt. Selbst wenn ich jetzt noch die Gegenlichtblende drauf mache, dann fällt das immer noch nicht weiter auf. Hier ist jetzt bei mir noch ein L-Bracket dran. Aber trotzdem sehr kleine, sehr leichte Kombi. Die Kamera wird in keinster Weise frontlastig. Im Gegenteil, man merkt gefühlt gar nicht, dass da ein Objektiv dran ist. Autofokus hatte ich gerade schon gesagt, funktioniert einwandfrei. Der manuelle Fokus, der Ring, gefällt mir vom Widerstand her nicht ganz so schön. Das wirkt so ein bisschen billig. Man hört so auch ein bisschen Schleifen. Ja, aber in Summe bin ich damit durchaus zufrieden. Also toll verarbeitet, Bedienung ist auch super. Das wirklich Relevante sind ja aber die Beispielbilder und deswegen zeige ich jetzt mal ein paar Bilder, die ich mit dem Objektiv in den letzten Tagen und Wochen geschossen habe. Viel Spaß! Thank you.
Das waren die Beispielbilder. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Ich muss sagen, grundsätzlich bin ich mit der Bildqualität sehr zufrieden. Die Schärfe ist gut bis sehr gut. Zum Rand hin gibt es natürlich einen leichten Abfall, aber nichts, was jetzt hier irgendwie exorbitant wäre. Bei Offenblende haben wir sichtbare chromatische Aberrationen, aber nichts, was nicht korrigierbar wäre. Sprich, das ist jetzt nicht so schlimm. Man muss halt immer noch mit dem Preis bedenken, aber dazu kommen wir dann gleich. Der Sonnenstern ist sehr, sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Bokeh, es ist ein 24mm Objektiv an Vollformat. Kann man nicht allzu viel Bokeh erwarten, aber das, was man an Bokeh kriegt, das ist ganz in Ordnung. In Summe bin ich mit der Bildqualität auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Und da können wir hier auf jeden Fall einen Haken dran machen. In Summe, das Objektiv kostet 450 Euro. Ist also hier so im mittleren Preissegment, wenn wir den Autofokus mit einnehmen, dann auch eher im unteren Preissegment für diese Brennweite. Es ist super klein und leicht und das ist, denke ich mal, auch das Hauptargument für dieses Objektiv, weil es halt wirklich, es nimmt keinen Platz weg. Merkst du es im Fotorucksack nicht, es ist wirklich richtig, richtig toll. Bildqualität ist, wie gesagt, super, mit kleinen Abstrichen, beispielsweise chromatische Aberrationen. Ja, gibt's, wie gesagt, können wir nicht verschweigen, dürfen wir nicht verschweigen, aber das ist nichts, was nicht irgendwie zu korrigieren wäre. Es ist für Astro oder Ähnliches definitiv auch zu empfehlen, habe ich auch genutzt. Habe jetzt zwar keine Milchstraßenfotos damit gemacht, aber halt die Nordlichter fotografiert und da hat es mir richtig gute Dienste geleistet. Ich hatte auch dann zwischendurch mal die Kamera, also A7 III plus das 24er im Camper vorne drinnen liegen, dass ich, wenn ich bei der Fahrt irgendwie was sehe, mal schnell anhalten kann, mal schnell ein Foto machen kann. Es ist einfach schön als immer drauf. Braucht sich auch keine großen Gedanken machen, wetterdicht ist es und sowas, also in Richtung Landschaftsfotografie hat man da auch keine Probleme. Ja, ich bin zufrieden mit dem Objektiv. Was ist eure Meinung dazu? Und welches 24er nutzt ihr? Es gibt ja eins von Sony, es gibt eins von Wildrox, es gibt ja haufenweise Optionen. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, können wir uns gerne mal drüber austauschen. Und damit wäre ich dann auch schon am Ende mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Über den würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.